Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste! Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Das ist die Losung der Angehörigen und Überlebenden des Terrors vom 19. Februar 2020 in Hanau. 3,5 Jahre ist es mittlerweile her, dass ein rechter Terrorist in Hanau 9 junge Menschen aus rassistischen Motiven ermordete. Gürkan Gültekin, Sedat Göbüs, Said Nissa Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Karlojan Velkov wurden Opfer des tödlichen Hasses eines Einzelnen. Aber der Anschlag in Hanau war kein Einzelfall. Der Boden, auf dem dieser rechte Hass gewachsen ist, wird seit Jahren durch Rassismus, Hetze und Stimmungsmache gegen Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete und andere Minderheiten von der AfD und rechten Kräften bereitet. Zur Erinnerung. 2019 und 2020, das war ein Höhepunkt der Debatte um Shisha-Bars, wie die Hanauer Midnight Bar, die als Orte von Kriminalität dargestellt wurden. Öffentlichkeitswirksam wurden polizeiliche Razzien in Shisha-Bars von Innenministern begleitet und die AfD hatte bundesweit Shisha-Bars schon auf ihrem rassistischen Radar. Besonders widerlich äußerte sich der damalige hessische AfD-Abgeordnete Rainer Rahn nach dem Terror in Hanau. So sagte er, ich zitiere, Shisha-Bars sind Orte, die vielen missfallen, mir übrigens auch. Wenn jemand permanent von so einer Einrichtung gestört wird, könnte das irgendwie auch zu einer solchen Tat beitragen. Meine Damen und Herren, das ist blanker Rassismus. Das lädt zu weiteren Gewalttaten ein. Und man muss eindeutig sagen, ja, die AfD, das ist ein Konjunkturprogramm für rechte Gewalt und rechten Terror, meine Damen und Herren. Und die erste Konsequenz, da braucht man gar keinen Abschlussbericht für, die erste Konsequenz aus dem NSU, der Ermordung von Walter Lübcke und Hanau, muss doch sein, dieser Partei entschlossen entgegenzutreten und dafür zu sorgen, dass ihr Gedankengut nicht weiter salonfähig wird und klare Kante gegen rechts zu zeigen. Und stattdessen macht die CDU in Thüringen genau das Gegenteil. Sie kooperiert sogar mit dieser Partei. Ihre Brandmauer gegen rechts ist so löchrig wie ein Maschendrahtzaun, meine Damen und Herren, von der CDU. Und für Aufklärung darüber, welche möglichen Fehler die Sicherheitsbehörden vor, in und nach der Tatnacht gemacht haben, dafür sollte der Untersuchungsausschuss im Landtag sorgen. Und wir müssen aber feststellen, dass die regierungstragenden Fraktionen, vor allem die CDU, scheinbar nichts aus dem NSU-Untersuchungsausschuss gelernt haben. Sie sahen ihre Aufgabe wohl vor allen Dingen daran, im Wesentlichen darin, Missstände bei den Sicherheitsbehörden und Verfehlungen des Innenministers zu vertuschen und unter den Teppich zu kehren. Aber der Teppich war schlichtweg zu kurz. Dank der unermüdlichen Aufklärungsarbeit der Opposition, vor allen Dingen meiner Fraktion und der SPD, und dank des außerparlamentarischen Drucks der Überlebenden und der Angehörigen konnten wir im Untersuchungsausschuss erneut in die Abgründe der Innenpolitik unter Peter Beuth in Hessen blicken. Und heute wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, Resümee zu ziehen über die Arbeit des Untersuchungsausschusses. Aber anstatt wie geplant den Abschlussbericht vor der Landtagswahl zu veröffentlichen und politisch zu diskutieren, verschiebt die schwarz-grüne Koalition den Abschlussbericht auf nach die Landtagswahl. Ich finde, genau das war doch das wahltaktische Manöver. Und ich finde, das ist unwürdig, das ist schäbig. Denn der Untersuchungsausschuss hat doch die Aufgabe gehabt, ein Behördenversagen öffentlich aufzuklären. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, umfassend zu erfahren, wo und wie die Polizei und andere hessische Behörden versagt haben. Und das ist doch ein erneuter Affront und eine weitere Demütigung der Angehörigen, gegenüber denen sie sich sowieso ein unwürdiges Verhalten an den Tag gelegt haben. Dass sich der Innenminister, es wurde schon gesagt, bis heute nicht bei den Angehörigen und Überlebenden für die Fehler seiner Behörde entschuldigt hat, das zeigt, dass ihm wirklich jeder politische Restanstand abhanden gekommen ist, meine Damen und Herren. Und auch ohne Abschlussbericht ist inzwischen doch völlig klar geworden, es gab eine lange Kette von Fehlern, von Organisationsversagen, von institutionellem Rassismus.
vom nicht funktionierenden Notruf in der Polizeistation Hanau 1 über verschlossene Notausgänge bis hin zu Gefährderansprachen gegenüber den Überlebenden und Angehörigen. Bisher hat dafür niemand die politische Verantwortung übernommen. Jetzt will Schwarz-Grün auch noch verhindern, dass wir vor der Wahl das thematisieren. Und das ist doch ein Offenbarungseid dieser Landesregierung und ein verheerendes gesellschaftspolitisches Signal an die Menschen, die Opfer von Rassismus und rassistischer Gewalt werden, meine Damen und Herren. Im Kampf gegen rechts ist diese Landesregierung ein Totalausfall. Und dass Peter Beuth wirklich bis zum Schluss in diesem Amt geblieben und gehalten wurde, ist ein politischer Skandal. Und das zeigt, dass die Grünen in diesem Land ein Rückgrat aus Wackelpudding haben im Kampf gegen rechts. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und dass der Untersuchungsausschuss und der Abschlussbericht jetzt zu wahltaktischen Manövern missbraucht wird, das ist besonders bitter. Denn der Untersuchungsausschuss hat Pionierarbeit geleistet. Er gründete wesentlich auf den Fragen der Überlebenden und Angehörigen. In seinen ersten Sitzungen räumte er Erfahrungen, dem Wissen und den Perspektiven der Angehörigen einen breiten Raum ein. Und das ist wegweisend für den Umgang mit den Opfern rechten Terrors. Und die von den Überlebenden und Angehörigen und ihrem Umfeld wie der Initiative 19. Februar geleistete Aufklärungsarbeit ist ein unverzichtbarer, beeindruckender Beitrag aus der Zivilgesellschaft, nicht nur zur Aufklärung der Geschehnisse von Hanau, sondern auch des wirklich entschiedenen Kampfes gegen rechts und gegen die Windmühlen aus diesem Innenministerium, meine Damen und Herren. Danke nochmal an dieser Stelle in diese Richtung. Dass die Landesregierung, allen voran der Innenminister, bisher weder Lehren noch Konsequenzen aus den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses gezogen hat, das zeigt der Umgang mit einer weiteren Gewalttat aus Hanau vom 20. Juni diesen Jahres. An diesem Tag wurde ein 23-Jähriger niedergeschossen, der den Kiosk in Kesselstadt betrieben hat, in dem am 19. Februar 2020 3 Menschen erschossen wurde. Und das Brisante daran ist, die Sicherheitsbehörden wurden vorher vor dem mutmaßlichen Täter, einem 59-jährigen Österreicher, gewarnt, da dieser sich rassistisch geäußert hat und mit Waffen auf seinen Social-Media-Kanälen posierte. Und statt die Mahnungen der migrantischen jungen Menschen ernst zu nehmen, wurden diese noch bei der Polizei in Hanau schikaniert und nicht ernst genommen. Auf unserer Nachfrage im Innenausschuss versuchte der Innenminister dann noch Zeugen als unglaubwürdig darzustellen, statt dem nachzugehen, wie es sein kann, dass erneut ein rassistischer Gewalttäter mit vielen Vorstrafen trotz Warnungen einen jungen Mann schwer verletzen kann in Hanau. Sie, Herr Beuth, Sie reden sehr viel von Sicherheit. Aber viele Menschen, die nicht weiß sind oder einen Migrationshintergrund haben, fühlen sich angesichts dessen wie Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse, wenn Warnungen nicht ernst genommen werden und sie von dieser perfiden Täter-Opfer-Umkehr betroffen sind. Das lassen wir Ihnen so nicht durchgehen, meine Damen und Herren. Die Lehren und Konsequenzen aus Hanau werden nach Vorlage des Abschlussberichts im Dezember diskutiert. Aus dem unmittelbaren Anschlagsgeschehen ziehen wir als Fraktion aber schon jetzt die folgenden Konsequenzen. Erstens. Die Behörden haben im Umgang mit den Angehörigen in der Tatnacht versagt. Sie wurden ignoriert und alleingelassen. Evaluierung der Ausbildung und Praxis bezüglich Opferschutz bei der Polizei und eine bessere langfristige finanzielle und soziale Absicherung von Opfern rechter Gewalt sind dringend nötig. Zweitens. Eine Initiative für ein effektives Waffenrecht braucht es im Bundesrat. Die Verfügbarkeit von tödlichen Schusswaffen in der Gesellschaft muss generell massiv und substanziell reduziert werden. Dazu gehört die vollständige Umstellung auf nicht tödliche Schusswaffen im Bereich des Schießsports, denn das Gefahrenpotenzial ist dort zu hoch. Drittens. Wir fordern eine unabhängige Ermittlungsstelle, die Rassismus und rechte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden effektiv bekämpft. Die Tatsache, dass 13 der Frankfurter SEK-Beamten, die am Täterhaus eingesetzt waren, Mitglied in einer Nazi-Chat-Gruppe waren, ist einer der Skandale rund um den Terroranschlag von Hanau. Viertens. Wir brauchen langfristige Förderpläne für zivilgesellschaftliche Projekte, welche die Demokratie stärken und sich gegen Rassismus, Antisemitismus und andere Formen von Menschlichkeit einsetzen. Erinnern, aufklären, Gerechtigkeit und Konsequenzen müssen erkämpft werden. Ob gegen Rassismus, ob in Behörden oder in der Gesellschaft. Wir stehen an der Seite derjenigen, die dies tagtäglich tun, in den Schulen, am Arbeitsplatz, auf der Straße oder in der Initiative 19. Februar. Das ist unsere Lehre aus Hanau.